Guten Abend und zum letzten Mal herzlich willkommen zu Rockpop. Das war gerade Asha Puttley, die war ja schon mal bei uns zu Gast. Da habe ich erzählt, dass sie aus Indien kommt, dass sie in New York zu Hause ist. Interessant heute ist eigentlich festzustellen, dass es einer etwas ausgeflippten Glitterdame eine Rocksängerin geworden ist mit anspruchsvollen, sogar sozialkritischen Texten. Und mich freut besonders, dass sie sich in letzter Zeit verstärkt um das europäische, primär sogar um das deutsche Publikum kümmert. Das gleiche tut auch Roger Chapman, der nun schon seit 22 Jahren auf der Bühne des Rock'n'Roll zu Hause ist, der von seiner Musik sagt, wer den Rock'n'Roll zum Lebensstil wählt, der braucht eigentlich keine weiten Zukunftspläne zu machen. Ich bin der Meinung, er braucht sich um seine Zukunft keine Sorgen zu machen, denn seine Fangemeinde wächst von Tag zu Tag. Hier ist der Roger Chapman und Toya und We Are. Dankeschön. Toya Wilcox, die Leadsängerin der Gruppe, die sie übrigens auch gegründet hat, kommt eigentlich vom Film und vom Theater, ist dann zur Musik übergewechselt. Allerdings haben diese beiden künstlerischen Betätigungsfelder nichts mehr gemeinsam. Früher beispielsweise hat sie in Shakespeare-Klassikern gespielt und ihre Musik ist alles andere als klassisch. Aber eins muss man feststellen, aus dem Enfant Terrible, der sogenannten neuen englischen Musikszene, die ja gar nicht mehr so neu ist, wurde eine ernstzunehmende Rocksängerin. Ähnlich ist es auch bei den Fools. Im letzten Jahr wurden sie bekannt mit einer Parodie auf einen Song der Talking Heads, Psycho Chicken hieß dieses Lied. Damit waren sie übrigens zu Gast in Rockpop, vielleicht erinnern sie sich daran. Heute sind sie wieder da und diesmal geht es um ein Gespräch mit einer Dame. Talk to Loretta. Ja, der Blick ist geblieben. Das war nochmal Asha Puttley und Fallout Dust. Wir kommen jetzt zu Chris de Burgh. Ich möchte gar nicht allzu viel über seine Musik sagen, denn die spricht für sich selbst. Aber einen Satz von ihm möchte ich weitergeben. Chris de Burgh meint, ich mache keine Musik für ein Massenpublikum. Ich schreibe für junge Leute, die nachdenken wollen und können. Er achtet nie auf den Verkaufserfolg dabei. Er spielt das, was er selber mag. Er scheint allerdings immer den Geschmack der Leute zu treffen. Hoffentlich jetzt auch ihren. Ich freue mich auf Chris de Burgh. A spaceman came traveling, waiting for the hurricane. Chris de Burgh, er ist übrigens gerade auf großer Liedermacher-Tournee. Weiter geht es jetzt mit Gästen aus den Vereinigten Staaten. Es sind die Pointer Sisters, die sich ja in letzter Zeit mit Rhythm and Blues und Rockmusik präsentieren. Heute bei uns mit Take My Heart and Take My Soul. Es geht mir gut. Ein Titel von Stefan Waggershausen aus seiner neuesten Langspielplatte, die heißt Fange mich auf. Und während ich jetzt hier schnell rübergehe zu unserem nächsten Gast aus Österreich, zum Georg, grüße dich, ist schon der Stefan hier. Servus. Ihr kennt euch, ja? Ja, ja. Ich wollte dich nur ganz kurz was fragen. Man hat relativ lange, ich glaube 14 Monate, auf die neue EP warten müssen, Stefan. Warum? Das ist ganz einfach, man kann so ein Album nicht einfach in ein paar Wochen ausschwitzen, ja, und ich bin der Meinung, dass man einfach so viele gute Songs zusammen haben sollte, wenn man ein neues Album macht, dass man selber daran glaubt, und inzwischen sind es 10 gute Songs, ich hoffe es jedenfalls, und das Album ist fertig, okay? Danke dir. Toi, 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 weiterhin auch mit dem Album. Wir haben uns vor einiger Zeit gesehen, Georg, da warst du mit deiner Band hier, GD hast du dich genannt, das war ein bisschen was in Englisch. Frage, war das ein Experiment oder gibt es dann Georg Danzer irgendwann wieder in Englisch? Das war nur ein Scherz, das haben wir einmal gemacht und jeder gute Witz ist nur gut, wenn man einmal macht. Also keinen englischen Georg Danzer mehr. Du bist auch zurzeit viel unterwegs, Tourneen sind angesagt bis an Ende des Jahres. Ganz schnell noch eine Frage, und zwar habe ich einen Satz von dir gelesen vor 5 Jahren. Ein Künstler, der sich gefunden hat, hat sich verloren. Arbeiten heißt suchen und suchen heißt leben. Georg, was hast du bisher gefunden und was suchst du noch? Na, gefunden habe ich nach wie vor nichts, aber ich glaube, das ist auch gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass man sucht. Oder sagen wir es mal so, auf gut Deutsch, wichtig ist, dass man unterwegs ist. Das Ziel ist eigentlich gar nicht wichtig, dass man das erreicht, sondern das gibt einem nur die Richtung an. Wir haben dich gesucht, haben dich gefunden, du bist gekommen. Jetzt gibt es Musik von Georg Danzer, Ruhe vor dem Sturm. Georg Danzer und Ruhe vor dem Sturm. Das kann man wörtlich nehmen, denn ich glaube, jetzt wird es sehr stürmisch in unserem Rockpop-Studio. Es gibt Gruppen, wenn man deren Namen hört, fallen einem sofort Lieder ein. Wenn ich den Namen unserer nächsten Gäste höre, denke ich sofort an Samba Party. Ich glaube, ich brauche nicht mehr viel zu sagen, die meisten wissen es. Wir sind sehr, sehr stolz, sie hier zu haben. Hier ist Santana! Changes on the Sensitive Kind. Santana. Santana, okay. Ja, das war zum letzten Mal Rockpop. Und zum letzten Mal sage ich Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Es gibt zwar noch Rockpop in Konzert, aber da werde ich dann nicht mehr dabei sein.
Ich möchte auch noch mal Danke sagen an all diejenigen, die 4 Jahre darum bemüht waren, dass diese Sendung immer gut bei Ihnen zu Hause angekommen ist. Und ein Dankeschön an ungefähr 250 Musiker und Bands, die bei mir hier im Studio waren. Wir werden uns wiedersehen. Vielen Dank, bis dahin, Ihnen allen eine gute Zeit. Tschüss.